Manchmal möchte man einfach nur etwas zocken, sage ich mal, oder etwas spielen. Also, ich möchte eigentlich nur Clash of Clans spielen. Und zwar einfach so. Also einfach, ich klicke da drauf, das Ganze wird gestartet und dann lege ich los. Dann lege ich los, so wie ich so immer mal zwischendurch so ein bisschen clashe. Und ich weiß jetzt gar nicht, in welchem Dorf ich bin. Ich bin auf dem Dorf von Lela, okay. Die hat sowieso noch ein anderes Problem, denn die hat immer noch keine richtige Rathaus 11 Base. Also einfach nur so ein bisschen Clash of Clans spielen, ein bisschen in die Chats mal reingucken. Und wir werden langsam, aber sicher wieder voller. Wir werden langsam, aber sicher wieder ein bisschen voller. Und bevor ich mir aber jetzt hier eine Base baue, jo, hier ist auch alles pickepacke voll. Ich muss also mal wieder ein bisschen planen hier mit der Lela. Aber ich habe hier schon die Hindernisse abgebaut im Rasen, aber oder auf der grünen Fläche. Aber hier haben wir einen neuen Jahresgruß. Den habe ich echt nur einmal. Den muss ich ein bisschen an der Seite packen. Lass mal gerade gucken. Ich glaube, den packen wir mal hier hinten zu den 8-Jahreskuchen. So. So. Eine Schippe, jawohl. Und dann hätten wir auch Platz dafür. Jetzt muss ich nur mal sehen, wer denn hier so aus dem Clan Rathaus Level 11 ist. Das sieht man ja ganz gut. Quarantin kürzlich online. 1176 erhalten und nur 39 gespendet. Okay. Das ist aber eine schlechte Rate, ne? Das ist aber eine verdammt schlechte Rate, würde ich sagen. Mattes ist schon länger vor einem Tag online, war immerhin okay, aber hat jetzt, glaube ich, keinen Bock. Oh, da rief gerade der Alex kurz mal durch. Der hat nämlich Mittagspause. So, muss jetzt eh wieder arbeiten, schreibt er. Jo, alles klar. Alles klar, mein Junge. Mein kleiner angehender Bademeister. Und ja, Alex macht eine Ausbildung als Fachangestellter für Bäderbetriebe, so heißt es. So, Chief Barfuß Toto, Mr. Fantastic, ich glaube, wir nehmen hier oben ihn, denn der scheint ja ein paar Trophäen zu machen. Und gucken wir mal, ob wir uns die Base schnappen können. Okay, so eine Rundum-Base. Überall aber auch die Lager, das mag ich eigentlich gar nicht, denn die sollen ja ein bisschen geschützt werden. Ich brauche also schon ein bisschen was, wo die Lager geschützt sind, also nicht wie hier, wo man sich die mal eben wegsnacken kann. Wo haben wir hier noch die Elfer? Wopper, Wopper, Wopper oder Doppelwopper? Oh, die sieht gut aus. Die nehmen wir. Copy. So, die nehmen wir. Aktives Dorf. Geht das? Kann man das eigentlich auch aufs aktive Dorf machen? Ah, wir nehmen aber mal das hier. Einiges kann ich nicht stellen. Okay, das sind aber nur, so wie ich das jetzt sehe, sind das nur, wo sind denn da überall Mauern noch offen? Okay, das brechen wir noch mal ab. Wieso sind da überall noch Mauern offen? Habe ich hier noch irgendwie was liegen, Loot oder so? Das sah jetzt wirklich nicht, sah wirklich nicht gut aus. Ne? Ich meine, er hatte ja so eine anständige Base. Ich guck mal, ob hier noch, warum das jetzt nicht so funktioniert. Wir haben doch aber eigentlich alles aus dem Shop raus, ne? Ich habe nichts mehr an Verteidigung hier rauszubringen. Ja, so ist halt mein Clash of Clans Alter, Leute. Probieren wir noch mal. Probieren wir mal nochmal von Wopper. Die besuchen wir nochmal. Und der hatte doch nichts. Der hatte hier doch nichts offen oder so. Ne? Seht ihr das? Eigentlich alles eine geschlossene Base hier. Okay. Warum sah das denn jetzt bei mir so blöde aus? Immer noch. Kann mir das mal jemand erklären? Warum sieht das bei mir so blöd aus? Und passt nicht. Oder ist es nur ein Anzeigebug? Ein Teil muss ich noch rausbringen. Warte mal. Das ist das Ding hier. Jetzt kann ich es auch erst speichern. Wir speichern die mal. Aber ich weiß nicht, warum das bei mir so aussieht. Ja, das ist ja komisch. Das ist ja echt komisch. Wopper war ein Elfer und ich bin ja auch ein Elfer, ne? Oder bin ich ein Zehner? Oh, Leute. Ich bin ja nur ein Zehner. Ach du
Scheiße, was peinlich. Was peinlich. Da könnt ihr mal sehen, wie verpeilt der Toto ist. Cooler Junge. Kahn, Image, Flens. Wir nehmen mal Flens, wir gucken mal. Beim Gary. Oh Leute, das war jetzt aber peinlich, ne? Okay, Layout kopieren. Die war auch. Mann, ey. Jetzt wird's aber hier er hat auch die Mauern da noch draußen. Ach Gott, ey. Menschen, fertigen Zehner hier. Hallo. The Darkman. Der hat eine fertige Base. Komm. Ja. Der hat eine fertige Base. Okay. Wie verpeilt war ich denn jetzt? Jetzt ist auch alles drin hier. Okay. Speichern wir. Und nehmen die auch. Aktiviert ist ja sowieso. Mann. Ich glaube aber, dass das war dann noch jemand anders. Ne? Irgendein Elfer von mir brauchte dann noch eine neue Base. Vielleicht Barfuß. Vielleicht Barfuß. Guck. Ich muss jetzt echt mal reingucken. Ne, der hat eine. Das ist echt merkwürdig. Naja. Okay. Wenn ich schon mal hier bin auf so einem Dorf, dann stoße ich natürlich ein paar Sachen an. Und zwar muss ich, glaube ich, auch noch ein paar Elex-Sachen bauen. Bohrer für Dunkles, Goldmine, eine Goldmine für 400. Ist das noch so eine kleine oder was? Ah, okay, nehmen wir mal mit. Ach so, Elex-Sammler. Au, die muss ich alle hoch haben. Okay, das ist natürlich doof. Ich will auch ein Teil machen, was teuer ist, damit da oben so ein bisschen das Geld rauskommt. Okay, X-Bogen, dann nehmen wir den mal. Und jetzt gucke ich mal, was ich ein bisschen forschen kann. Wo ist die Forschungsanlage? Da oben. Forschungsanlage. Labor heißt das Teil. Und was kann man denn als 10er laboren? Den haben wir schon. Was können wir als 10er laboren? Oh, wir können auch ein bisschen Dunkles machen. Hui. Nicht schlecht. Ich glaube, wir machen den Hund. Wir nehmen den Hund gleich fertig. Entschuldigt bitte, ich muss unbedingt immer wieder zwischendurch, wenn ich so viel rede, ein bisschen Wasser zu mir nehmen eigentlich. Da machen wir jetzt aber eine Elex-Truppe. Jetzt habe ich auch garantiert kein Buch mehr. Und Frage ist, was nehmen wir da? Ich würde sagen, wir nehmen mal die Miner. Dann können wir einen schönen Hybrid planen, sage ich mal. Und dann machen wir hier noch kurz mal einen Angriff. Mal sehen, ob wir ein Sternchen holen mit der Truppe hier, die ja jetzt echt nicht so gut ist. Aber das Rathaus hier ist auch nicht so gut. Also nehmen wir das mal mit. Gucken wir mal, dass wir hier eben mal die Lager wegmachen. Wir brauchen jetzt, also jetzt denke ich, spiele ich Clash of Clans ganz normal, wie ich spiele. Jetzt denke ich kurz mal, ich muss Pass machen. Toto, ich muss Pass machen. Das ist aber ein frischer Neuner sogar. Ich muss dringend Pass machen. Denn ich habe noch nicht so viel in Pass reingespielt. Hier. Also sollte ich das tunlichst machen. Und da nehmen wir 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4. So, die machen wir erstmal weg. Würde ich jetzt mal so sagen. Und dann habe ich hier keine. Ich habe überhaupt keine Riesen oder sowas. Na, okay. Mal sehen. Die Mauerbrecher gehen rein. Jo, gehen da rein. Jetzt habe ich natürlich auch keinen Sprung oder irgendwie sowas. Eieiei. Und jetzt kriege ich die alle nicht so raus, wie ich gerne möchte. 100-Finger-Taktik hier vom Toti. Aber den muss ich eben mal... Habe ich den zurückgesetzt dadurch? Nee, ne? Kann ich den wohl kaputt machen? Kaputt machen. Oh, den konnte ich kaputt machen. Okay. 44%. Ah, die sind dann auch im Dunkeln. Jawohl. Geht doch was am Rathaus. Oh, da ist natürlich der Bombenturm. Das schaffen die nicht mehr, aber ich habe den einen Stern geschafft, Leute. Also passt das hier in jedem Fall. Und dann brauche ich hier auch nicht weitermachen, denn viel mehr gibt es hier nicht. Das heißt, wir haben den einen Tagesstern dort gemacht. Nehmen wir wieder mit. Machen wir mal nochmal so eine Schnellausbildung. Den da oben haben wir ja noch nicht. Da muss ich echt dran denken. Also das ist jetzt echt eine peinliche Geschichte eben gewesen. Würde ich mal so sagen. Und wir nehmen mal so ein paar Riesen mit. Denn ist im Moment ja sowieso Riesen-Event, glaube ich.
So. Wir nehmen wieder die Zauber hier, glaube ich, mit. Und 1, 2, wir nehmen mal einen Sprung mit. Kann ja nicht verkehrt sein. Also hier ist ja, glaube ich, im Moment sowieso Riesenevent. 5 Riese müssen benutzt werden. Machen wir. Riesen, das hat Supercell seit Jahrzehnten nicht hingekriegt, dass es Einzahl und Mehrzahl gibt. Aber ist egal. Springen wir hier kurz hier einmal rüber. Hier muss ich sowieso immer ganz, ganz viel machen in dem Dorf. Also, ihr seht schon, so eine Folge kann sich auch schnell mal hinziehen, ne? So eine Folge kann sich auch schnell mal hinziehen. Je nachdem, was ich halt gerade so mache. Ich meine, wir sind jetzt gerade wir sind jetzt schon bei 10 Minuten. Ja? Und, aber das ist halt so ein bisschen auch mein Clash of Clans Alltag. Also ich bin ja auch nicht so einer, ihr kennt mich. Ich bin jetzt nicht so einer, der jeden Tag probiert, hier die allergeilste Armee hier aus Clash of Clans rauszuziehen und mit den unmöglichsten Truppen angreifen und sich kaputt lachen, dass 24 Heiler jetzt nur heilen, aber nichts kaputt kriegen. Das bin ich einfach nicht. Mache einfach das, was Clash of Clans hier für mich darstellt. Ich meine, so ein paar witzige Sachen kann man, mache ich ja immer wieder. Ihr seht das ja hier. Hahaha. Nachtdorf-Action bei mir. Ich glaube, tatsächlich über das Nachtdorf haben wir schon ewig nichts mehr gehört, ne? Ewig nichts mehr gehört. Und Supercell lässt sich da auch, glaube ich, zu nichts, zu keiner Aussage zwingen, so nach dem Motto, ja, da kommen hier die allertollsten Sachen raus. Es wird eine Nachtdorfliga geben und all sowas. Das wird es ja alles nicht geben. Und deswegen ist man da schon, ja, das ist hier einfach wie so ein Klotz am Bein, ne? Aber man kann ja wenigstens so ein bisschen machen, ne? Sechster Bauarbeiter. Also es ist ja nicht so, dass jetzt gar nichts geht. Und eigentlich müsste ich den aufbessern. Aber ich muss erstmal die anderen Sachen alle machen hier. Und kann jetzt, glaube ich, die Krampfmaschine kann ich schon gar nicht mehr updaten. Okay. Forschen kann ich. Kann ich. Perfekt. Geht los hier. Dicke Hexe. Und dann haben wir unsere drei Tagessachen fast geschafft. Machen wir das mal so. 1, 2, 3. Das ist etwas günstiger. Und ihm bauen wir einfach einen Drachen. 4. Dann sperren wir den gleich auch, wenn er fertig ist. Ja, so, Leute, so ist mein Clash of Clans Alltag. Und eigentlich habe ich hier jetzt alles gemacht. Ihr seht, ich hatte gerade mal so 20 Punkte im Pass. Und dann springe ich meistens kurz mal zu den Herausforderern rüber, auf mein anderes Dorf oder auf meine anderen Dörfer, die ich dort habe. Vielen lieben Dank auch, dass wir hier so zahlreich erschienen sind. 43. Was ist hier los? Ich meine, okay, wir lassen ab 10 rein und der Clan ist offen. Und 43, das ist echt krank, muss ich mal so sagen. Das ist echt krass, weil wir waren 19, ne, hatte ich euch ja gezeigt. Wir waren 19 und jetzt sind wir 43. Und was noch viel schöner ist, wir haben 20er Clankrieg. Wisst ihr, wie lange wir keinen 20er Clankrieg oder überhaupt gespielt haben? Wir gehen hier mal ins Kriegslog rein, klassisch. Und ihr seht das hier, 10, 10, 10, 10. Wie lange wir schon kein, oh, da mal ein 15, 15, 15, 15, aber mit Masse 10er, da unten sogar mal ein 5er. Okay, da bin ich ja mal, da bin ich ja, was soll das eigentlich immer? Wer spendet, hat einen großen. Muss ich nicht spenden, um das zu haben. Mensch. Okay, oh, hier muss ich auch noch ein bisschen was tun, aber habe ich 20 Stunden Zeit und ich freue mich wirklich. 20er Klarkrieg, Leute. Da bin ich echt mal gespannt, ob die Burgen überhaupt voll werden in 7 Stunden. Aber ich gucke gleich mal, was ich so machen kann. Und dann schauen wir mal. Danke, Toto, bitte. Und dann gucken wir mal, ob wir hier ein bisschen was mitkriegen. Vielleicht werden wir ja hier ein bisschen was Witziges sehen. Wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Zehner. Der Gegner hat unten einen Neuner und auch Zehner, weil niedriger geht es jetzt bei uns nicht. Ich hatte jetzt die Tage den Clan auch erst wieder für Elfer nur offen, weil hier doch ein bisschen viel Zehner reinkam, die einfach immer nur was anforderten und viele Rusher, kann ich euch sagen. Richtig, richtig viele Rusher. Aber so ist mein Clash of Clans Eintag. Und schon ist eine Viertelstunde wieder rum. Und also einfach nur Clash of Clans. Ich hoffe, das hat euch trotzdem gefallen, dass ich mal einfach nur so ein bisschen Clash of Clans gespielt habe. Ein bisschen chaosmäßig. Okay, ein bisschen tüdelig bin ich ja mittlerweile geworden. Das liegt dann aber woanders dran. Und aber
Ich bin in jedem Fall am Ball und ich hoffe, ihr bleibt auch an meinem Kanal am Ball dran. Und ich dann kann ich eigentlich nur sagen, ich wünsche euch ein schönes, ich guck mal gerade raus, sonniges Wochenende und lest nicht so viel Fake News und schlechte Nachrichten. Es gibt auch Schönes in dieser Welt, aber im Moment überwiegt natürlich das nicht so Schöne, was auch sehr, sehr traurig ist. Aber wir müssen einfach das Beste daraus machen. Wir können einfach nur das tun, was wir tun können. Bis dahin, Leute, danke fürs Zuschauen. Euer Toto. Tschüss.